Sexismus in der Videospielindustrie existiert. Egal, ob du Teil der Branche bist, einfach nur eine Spielerin oder selbst in den Spielen, ist es zu finden. Aber es ist überall zu finden. Egal in welcher Branche, egal in welchem Medium oder auch zum Beispiel unter Freunden. Sexismus gibt es einfach überall. Und eine der Hauptakteuren der Videospielindustrie, eine Feministin namens Anita Sarkeesian, muss sich sehr, sehr, sehr viel Shitstorm in letzter Zeit aussetzen. Aber wer sie noch nicht kennt, hier ganz kurz mal ein paar Infos über sie. I'm Anita Sarkeesian and I run the video web series called Feminist Frequency. Die aus Kanada stammende Anita Sarkeesian hat einen Bachelor in Kommunikationswissenschaft sowie einen Master in Social and Political Thought und startete im Mai 2012 eine Kickstarter-Kampagne, in der sie Geld für ihre Webserie Tropes vs. Women sammelte. Im Fokus der Webserie steht die stereotypische Darstellung von Frauen in Videospielen, wie zum Beispiel, dass sie fast immer leicht bekleidet sind, gut aussehen, als Hintergrunddekoration gelten oder auch als sexy Sidekick reduziert werden. Insgesamt wurde Anitas Projekt mit 148.000 US-Dollar gebackt, die als Produktionskosten für 12 Folgen von Tropes vs. Women eingesetzt werden. Doch Anita hat sich nicht nur Freunde mit ihrem Projekt gemacht, auch, sage ich mal, sehr viele Feinde und einen sehr großen Shitstorm, die sie ertragen muss. Beleidigungen, Drohungen, ja sogar Morddrohungen muss sie ertragen. Und ein Teil kommt daher, weil sie eben in einem Video sagt, sie wäre ein Fan von Videospielen, besser gesagt in ihrem Kickstarter-Promo-Video. Und dann tauchte plötzlich ein Video auf, wo sie am College noch war und eigentlich das Gegenteil zu hören war. I'm gonna show you a remix that I just finished this weekend and no one else has seen. One person has seen it. It's a soundtrack of one song, except I'm doing video games. So that's not exactly a fandom. I'm not a fan of video games. I actually had to learn a lot about video games in the process of making this. And also video games, like I would love to play video games, but I don't want to go around shooting people and ripping off their heads and it's just gross. Viele kritisieren auch ihre Ansichten und werfen Anita vor, sie würde Sachen aus ihrem Zusammenhang reißen. Von der Industrie wird Anita jedenfalls unterstützt, sei es von bekannten YouTubern wie Anna Akana oder auch Publishern wie EA. Beim Game Developer Choice Awards hat Anita sogar den Ambassador Award verliehen bekommen. Okay, sie hat also in dem einen Video gesagt, sie ist kein Fan von Videospielen und in dem anderen Video hat sie gesagt, sie wäre Fan von Videospielen. Das verschafft ihr natürlich nicht gerade Credibility, aber mir ist es mittlerweile auch ganz ehrlich gesagt egal, ob sie da gelogen hat oder nicht, weil in ihrer Videoreihe geht es mir um ihre Message und nicht um ihren Hintergrund. Und da hat sie nun mal einfach recht. Das hätte sie aber auch, wenn sie sich um das Medium Filme oder Fernsehen, TV-Serien anschauen würde oder irgendeine andere männerdominierte Branche aussuchen würde, wie zum Beispiel Automobil oder Baustellen, keine Ahnung, was auch immer. Was aber natürlich gar nicht geht, sind die vielen Beleidigungen und Drohungen, die sie halt erhält. Und deswegen musste sie ja auch die Kommentarfunktion auf YouTube ausstellen. Und mittlerweile haben diese Beleidigungswellen ihren Höhepunkt erreicht und ihre Familie wurde auch mit Mord gedroht. Auf Twitter hat Anita letzte Woche den Verlauf eines sehr gruseligen Tweeters veröffentlicht, der sie zuerst anflirtet und danach bedroht. Mit Morddrohungen an sie und ihre Eltern. Da der Täter tatsächlich auch die Adresse von Anita kennt und auch weiß, wo die Familie wohnt, musste sie natürlich die Behörden einschalten, hat aus Angst sogar ihre Wohnung oder ihr Haus verlassen, übernachtet wahrscheinlich jetzt bei Freunden. Und das ist ja nicht die erste Morddrohung, die es in dieser Industrie gab oder geben wird. Ich erinnere mich noch an Black Ops 2. David Wanderhaar hat über einen neuen Patch gesprochen und er hat auch Morddrohungen bekommen, auch an seine Familie. Und deswegen, ja, ich wünsche Anita auf jeden Fall viel Kraft. Meinen Hut ziehe ich auf jeden Fall davor, dass sie es immer noch weiterhin durchzieht mit ihrer Videoreihe. Und ich hoffe, dass derjenige, der diese Drohungen ausgesprochen hat, auch zur Rechenschaft gezogen wird. Ich hoffe aber, dass die Gaming-Community nicht nur an Fällen, wie es jetzt bei Anita der Fall ist, kritisiert wird. Denn es gibt so viel Positives, was Videospiele bewirken können. Und das zeigt auch Ken Worrell, der seit 20 Jahren vom Hals abwärts gelähmt ist. In einem Video erzählt Ken, wie er seinen Lebensmut verloren hat und schon die Maschinen abschalten wollte. Aufgrund seiner Familie wollte Ken aber nicht aufgeben. Und wie es der Zufall wollte, stellte ihm seine Therapeutin einen speziellen Controller vor, den er mit seinem Mund kontrollieren kann. Really opened up my life. Und so wurde Ken ein Fan der Diablo-Reihe und hat sogar auf Twitch einen Kanal gestartet. Die Community unterstützt Ken mit positivem Feedback und warmen Worten, die Kens Leben immer mehr mit positiver Energie füllen. Und das Größte für Ken, er konnte einem anderen Gelähmten helfen, der auch spielen wollte. Probably the most important thing to me is to help someone.
Nach all den Jahren, in dem immer ihm geholfen wurde, konnte er nun endlich jemand anderem helfen. Und das war für ihn, glaube ich, die größte Sache. Und ihr schaut euch einfach mal das Video an. Also wenn ihr seht, wie glücklich er ist, wenn er über das Twitchen redet, über Spielen, eben, dass er auch jemand anderem helfen konnte. Daran sieht man, was für einen positiven Effekt eben Videospiel und auch die Community auf Menschen haben kann. Und ich finde, sowas ist auch mal eine News wert. Nintendo hat im Rahmen einer Nintendo Direct Pressekonferenz zwei neue Handhelds vorgestellt. Leider nichts komplett Neues. Es ist eine Überarbeitung des 3DS bzw. 3DS XL. Die neuen Modelle mit den Namen New Nintendo 3DS und New Nintendo 3DS XL sind mit besserer CPU, einem zweiten Analogstick, mehr Akkulaufzeit und zusätzlichen Schulterknöpfen ausgestattet. Zusätzlich hat Nintendo einen NFC-Chip für die Amiibo-Figuren implementiert, wie es auch schon das Gamepad der Wii U hat. Auch die 3D-Funktion wurde verbessert, so verfolgt die Kamera des Gerätes die Augenbewegungen des Spielers und richtet den 3D-Effekt dementsprechend aus. Und man hat dadurch mehr bewegliche Freiheiten beim Spielen. Neben einem verbesserten Internetbrowser, mit dem jetzt auch Videos abgespielt werden können, dürfen in Zukunft auch Micro-SD-Karten verwendet werden. Die neuen Modelle kommen in der kleinen Version in Schwarz und in Weiß auf den Markt, der New Nintendo 3DS XL in Metallic Blau und Metallic Schwarz. Aber es wird auch Cover zu kaufen geben, mit denen ihr die Handhelds verschönern könnt. Einige der neuen Spiele können durch die verbesserte CPU übrigens nur auf den neuen 3DS-Modellen gespielt werden. So zum Beispiel das angekündigte Xenoblade. Die Modelle werden umgerechnet 120 und 135 € kosten und erscheinen in Japan bereits am 10. Oktober. Für Europa gibt es bislang noch keine Ankündigung. Ja, das klingt doch nach einem Plan für das Weihnachtsgeschäft. Nintendo kann das auch dringend gebrauchen, denn nach ihrem letzten Quartalsbericht zu urteilen, haben sie über 8% Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. 70 Millionen US-Dollar Verlust, das ist ganz schön viel. Und hier in Deutschland wurden auch wieder Mitarbeiter entlassen, 130 um genauer zu sein, aus der Abteilung Übersetzung und Testing. Aber mit neuen Spielen wie zum Beispiel Super Smash Bros. Für die Wii U und den 3DS, die neuen Handhelds und auch den Amiibo-Figuren könnte das Ganze wieder rosiger werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, drücke dem Unternehmen die Daumen. Jetzt kommen wir aber zu den Quick News. Ehemalige Entwickler von Brutal Legend, Bioshock 2 und The Walking Dead Season 1 haben sich als Indie-Studio Campo Santos zusammengetan und während der PAX Prime-Messe das Mystery-Adventure Firewatch vorgestellt. Ihr schlüpft in die Feuerwehrschuhe von Henry, der allein in der Wildnis lebt und sich auf ein kleines Abenteuer begibt. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus und soll 2015 für den PC erscheinen. Und wieder wurde jemand gespottet. Diesmal der Twitch-Streamer Kutra, der während einer Runde Counter-Strike vom amerikanischen Sondereinsatzkommando verhaftet wird, weil jemand eine Falschmeldung an die Polizei weitergeleitet hat. Kutra scheint sich eher mehr zu freuen, als dass er Angst hat. Dabei ist der Trend, anderen Spielern ein SWAT-Team auf den Hals zu jagen, mehr als gefährlich. So hat der Streamer zum Beispiel falsche Waffen bei sich im Zimmer gehabt. Hätte er diese neben sich auf dem Tisch liegen gehabt, hätte es sehr gut sein können, dass die Beamten geschossen hätten. Am Montag gab es anlässlich der Tokyo Game Show im September eine Vorab-Pressekonferenz von Sony. Neue Trailer gab es zu Danganronpa Another Episode, Phantasy Star Nova und Gundam Breaker 2 für die Vita. Bloodborne hat jetzt einen japanischen Release-Termin und soll am 5. Februar 2015 erscheinen. Das Tekken-Team entwickelt ein Spiel für die VR-Brille Morpheus mit dem Namen Summer Lesson. Weitere Trailer gab es zu Earth Defense, 4.1 The Shadow of New Despair und eine Ankündigung zu Disgaea 5, sowie die Bestätigung für die Entwicklung von Resident Evil Revelations 2 und Persona 5 für die PS4. Bandai Namco präsentierte God Eater 2 Rage Burst, Dragon Ball Xenoverse, One Piece Pirate Warriors 3 und Dead or Alive 5 Last Round. Die japanische Pokémon-Firma hat ein neues Arcade-Spiel namens Pokken Tournament angekündigt, das in Zusammenarbeit mit Bandai Namco entsteht und 2015 in Japan für Spieleautomaten erscheint. Das waren die News für diese Woche. Nächste Woche am Dienstag geht es dann wieder weiter. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche.